SWR 2 Zeitwort. Ein Staat fast wie im Vorscheidungsmodus. Tschechen und Slowaken kämpften zwar während der Samtenen Revolution gemeinsam gegen die kommunistischen Altvorderen auf der Prager Burg. Doch schon hier gab es den kleinen Unterschied. Im tschechischen Teil sammelten sich die Oppositionellen im Bürgerforum, im slowakischen Teil in der Gruppe Öffentlichkeit gegen Gewalt. Kaum war die Demokratie zurückgekehrt, begann ein natürlich völlig unblutiger, aber doch hochemotionalisierter Bindestrichkrieg. Wie sollte man die ehemalige CSSR, die Tschechoslowakische Sozialistische Republik, jetzt nennen? Etwa Tschechische und Slowakische Föderative Republik, kurz Tschechoslowakische Bundesrepublik, oder Tscheco-Slowakische Republik? Wenn schon die Namensfindung so schwierig ist, wie sollte da das Zusammenleben von Tschechen und Slowaken funktionieren? Und so folgte der Samtenen Revolution die Samtene Scheidung. Am 25. November 1992 beschloss die Bundesversammlung die Teilung des Landes. Damit endete eine wechselvolle Geschichte, die 1918 begann. Damals war die Tschechoslowakei aus der Konkursmasse der Habsburg-Monarchie entstanden. Doch die tschechoslowakische Gemeinsamkeit dauerte nicht lange. Hitler-Deutschland errichtete das Protektorat Böhmen und Mähren und stellte die Slowakei unter sogenannten deutschen Schutz. Die Kommunisten hielten dann über 40 Jahre mit Macht zusammen, was vielleicht nie wirklich zusammengehörte. Wie wenig man gemeinsam hatte, zeigte sich im jeweils favorisierten Wirtschaftskurs nach der Wende. Václav Klaus, der starke Mann in Prag, war für einen strikt wirtschaftsliberalen Kurs. Wladimir Mečia, sein nationalistischer Kollege in Bratislava, für einen interventionistischen Staat. Nicht die Bürger, die Eliten stimmten für die Trennung. Glaubt man der einst gemeinsamen Nationalhymne, dann stehen Tschechen und Slowaken für ganz unterschiedliche Temperamente. Die einen romantisch, die anderen expressiv. Im tschechischen Teil wird das Böhmerland besungen, die Heimat, die das irdische Paradies fürs Auge ist. Im slowakischen Teil blitzt es über der Tatra, donnerschlagen wild. Wer sich als Slowake fühlt, das soll einen Säbel greifen, so schreibt es der Text vor. Trotzdem, als wollte man sich des gemeinsamen Erbes nicht ganz entledigen, nahm jeder seinen Teil aus der Hymne mit. Friedlich, pragmatisch, eben tschechoslowakisch. Wehmut kam dennoch auf, vor allem bei den Intellektuellen. Václav Havel war gegen die Trennung. Petr Pithart, sein Weggefährte und späterer Premier, sahen dem Trennungsbeschluss kein Reifezeugnis. Tschechen und Slowaken, das war ein Verhältnis, das von Paternalismus und Überheblichkeit von Seiten Prags geprägt sei. Der tschechoslowakische Staat geht deshalb zugrunde, weil er nicht imstande war, sich zu föderalisieren. Das Problem bleibt. Es ist eine Herausforderung zur Integration. Sollte die Selbstsucht nach der Devise jeder auf eigene Rechnung die Oberhand gewinnen, dann müsste ich vor der Zukunft Angst haben. So schlimm kam es dann doch nicht. Heute sehen sich die meisten Tschechen und Slowaken als glücklich geschiedenes Paar.